Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu den Kaufmannsarten. In diesem Video möchte ich dir einmal erklären, worin denn der Unterschied zwischen dem Ist-Kaufmann, dem Kann-Kaufmann und dem Form-Kaufmann besteht, was es denn mit den sogenannten Rechten und Pflichten auf sich hat, die Kaufleute gemäß Paragraph 1 des Handelsgesetzbuches eben haben. Und genau damit, mit diesem Paragraph 1, möchte ich auch starten und das ein bisschen vertiefen, denn es ist ganz wichtig zu unterscheiden das sogenannte Handelsgewerbe von dem Gewerbe. Denn Kaufmann ist jemand gemäß Paragraph 1, wer ein sogenanntes Handelsgewerbe betreibt. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an. So, und da sind wir jetzt auch beim Paragraph 1 des Handelsgesetzbuches. Den ersten Absatz kennen wir schon. Jetzt gucken wir uns mal den zweiten. Handelsgewerbe ist jeder Gewerbebetrieb. Es sei denn, dass das Unternehmen nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert. So, jetzt nehmen wir dieses Handelsgewerbe mal ein bisschen auseinander. Wir gucken uns erstmal an, was ein Gewerbe ist. Das finden wir leider nirgendwo im Gesetzestext, sondern das entspringt der sogenannten Rechtsprechung. Also, ein Gewerbe bezeichnet eine selbstständige Tätigkeit, die planmäßig und auf eine gewisse Dauer angelegt sowie eine Gewinnerzielungsabsicht erfordert bzw. beinhaltet. So, ein Handelsgewerbe ist dementsprechend jetzt, also das hier oben, ein Gewerbebetrieb, der eine kaufmännische Organisation erfordert und dementsprechend ist ein sogenanntes Kleingewerbe jeder Gewerbebetrieb, der eine kaufmännische Organisation nicht erfordert. So. Ganz kurz, wir brauchen eine kaufmännische Organisation, man könnte sagen so eine Art Buchführung, bei bestimmten Tätigkeiten nicht, zum Beispiel wenn ich jetzt mal auf eBay irgendwie ein paar Sachen verkaufe, klassisches Kleingewerbe. Wir gehen mal weiter und gucken uns das jetzt hier ein bisschen an. So, wer denn die Entscheidung trifft, ob ein sogenanntes Handelsgewerbe und somit auch Kaufmannseigenschaft und damit verbundene Rechte und Pflichten, da komme ich jetzt gleich nochmal drauf. Ich habe es aber ja auch schon im Prinzip angedeutet. Wer die Entscheidung denn trifft? Und zwar trifft diese Entscheidung das zuständige Amtsgericht mit Hilfe der IHK oder der HWK, also der Handwerkskammer. So, und jetzt werden bei dieser Entscheidung einige Größen berücksichtigt, zum Beispiel Umsatz, Anzahl Mitarbeiter oder Standorte. Und da gibt es jetzt keine konkreten Zahlen, weil es was ganz anderes ist, wenn ich mit etwas handle. Ich sage jetzt einfach mal, ich handle mit wertvollen Gegenständen, mit Schmuck oder was auch immer. Dann ist der Umsatz natürlich sehr viel höher, aber nur aufgrund dessen, weil ich natürlich auch einen höheren Einkaufswert habe. Ja? Das heißt, es gibt zwar hier für den Umsatz jetzt nicht durcheinander kommen. Es gibt da gewisse Grenzen für die sogenannte Umsatzsteuerpflichtigkeit. Aber das hat nichts mit der Kaufmannseigenschaft zu tun. Ja, also das sind individuelle Entscheidungen. Und es muss eben geprüft werden, ob ein kaufmännischerweise eingerichteter Geschäftsbetrieb nötig ist. Und der ist eben, wie gesagt, das ist eine individuelle Entscheidung. Und so als Richtgröße könnten wir sagen, wenn wir jemanden abstellen müssen, also wenn wir jemanden einstellen müssen, der den ganzen Papierkram erledigt, ne? Gehaltslisten, Einkäufe verbuchen, Rechnungen schreiben, Aufträge schreiben, das ist ja alles auch mit Buchhaltungsvorgängen verbunden. Wenn wir da jemanden für einstellen müssen, weil wir das nicht mal eben so nebenbei machen, dann deutet da schon einiges darauf hin, mit dem entsprechenden Umsatz, dass wir einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb eben benötigen. Ganz interessante Randnotiz noch, nicht als Gewerbe gelten die Tätigkeiten der freien Berufe, zum Beispiel Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und so weiter und so fort, weil denen eben keine Gewinnerzielungsabsicht als primäres Motiv unterstellt wird. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Ich habe es gerade schon angesprochen, die Rechte und Pflichten eines Kaufmanns. Also, wir haben ein sogenanntes örtlich beschränktes Firmenmonopol. Das heißt, wenn ich Kaufmann bin, muss ich auch eine Firma angeben. Die Firma ist der Name des Unternehmens und die genießt ein sogenanntes örtliches Firmenmonopol. Das heißt, am gleichen Ort darf kein anderes Unternehmen sich so nennen wie ich. So, Erteilung von Prokura ist auch nur durch Kaufleute möglich. Mündliche Bürgschaftserklärung beispielsweise, in der Praxis allerdings nicht geläufig. Und die Errichtung von Zweigniederlassungen.
Hier nochmal müsste man unterscheiden, Zweigniederlassung ist jetzt nicht zwingend schon ein Verkaufsstand. Das ist was anderes. So, die Pflichten eines Kaufmanns, Pflicht zur Eintragung ins Handelsregister, Buchführungspflicht ist relativ aufwendig, genauso wie die Pflicht zur Aufstellung eines Jahresabschlusses, Aufbewahrungspflichten und hier ganz wichtig die unverzügliche Prüf- und Rügepflichten bei offenen Mängeln und bestimmte Angaben, die in Geschäftsbriefen eben erforderlich sind. So, das heißt, eigentlich ist es gar nicht so vorteilhaft, jetzt Kaufmann zu sein. Ne? Jetzt gucken wir uns mal an, ich habe es gerade schon angedeutet, hier nochmal die Unterscheidung zwischen Ist-Kaufmann, Kann-Kaufmann und Form-Kaufmann. Und den Ist-Kaufmann, den haben wir jetzt gerade in § 1 schon thematisiert. Ist-Kaufmann betreibt ein Handelsgewerbe und ein Handelsgewerbe benötigt eben einen sogenannten kaufmännisch geführten Geschäftsbetrieb. Das nennt man am Kaufmannkraft Gewerbebetrieb, das sind zum Beispiel dann Personenhandelsgesellschaften oder hier Einzelkaufleute. Die Handelsregistereintragung, da gibt es aber nochmal ein extra Video zum Handelsregister, ich verlinke das hier oben, erzeugt dann eben deklaratorisch, also nur rechtsbezeugend. Die Kaufmannseigenschaft besteht auch ohne die Handelsregistereintragung. Nichtsdestotrotz ist sie natürlich verpflichtend. Die Kann-Kaufleute, das sind jetzt Gewerbebetriebe, die keine kaufmännische Organisation benötigen. Die können sich dann, also das sind im Prinzip Kleingewerbetreibende, die können sich jetzt aussuchen, deswegen auch Kann-Kaufmann, ob sie ins Handelsregister eingetragen werden möchten. Und dann erwerben sie hier rechtserzeugend den Kaufmannsstatus. Ähnlich ist es bei den Betrieben der Land- und Forstwirtschaft, die allerdings eine kaufmännische Organisation erfordern. Auch die haben Wahlrecht. Ja? Dann wird man hier nennen, das steht alles in § 2 HGB und die Kaufleute nennt man Kann-Kaufmann, Kaufmann-Kraft-Eintragung. Jetzt gibt es die sogenannten Formkaufleute, die sind Kaufmann, ob sie wollen oder nicht. Das sind eben Gesellschaften aufgrund ihrer Rechtsform, zum Beispiel Kapitalgesellschaften, GmbH, AG, und so weiter, die Kaufleute Kraft Rechtsform. Hier ist zu beachten, dass natürlich Unternehmen schon vor Eintragung ins Handelsregister Kaufleute gemäß § 1 sein können. Ja, ganz wichtig. So, abschließend gibt es jetzt noch hier eine kleine Übung. Der Max hat im letzten Jahr eine Maschine entwickelt, ist 18 Jahre technisch sehr begabt, mit welcher er aus dem Stroh seines Vaters, der ist Landwirt, umweltfreundliche Isolierverpackung herstellt, die Strohbox. Mit seiner Geschäftsidee möchte er nur sein Taschengeld aufbessern. Aufgrund seiner begrenzten Kapazität, er arbeitet schließlich nur nach der Schule, rechnet er mit einem Gewinn von 500 Euro pro Monat. Er hat das alles beim Gewerbeamt angemeldet, im Handelsregister allerdings noch nicht. Jetzt kauft sich der Max im Elektromarkt einen Laptop, macht den erst 5 Wochen später auf, den Karton, und bemerkt, dass da ein Riss im Laptop ist. Als er den zurückbringen möchte, sagt der Verkäufer, dass das nicht mehr funktioniert, weil er aufgrund seiner Gewerbetätigkeit den Laptop unmittelbar nach dem Kauf hätte prüfen müssen. Klassische Aufgabe einer Klausur vielleicht. Aufgabe, prüfen Sie, ob das Verhalten des Verkäufers rechtlich korrekt ist. So, ich hoffe, ich konnte dir so viel erklären, dass du diese Aufgabe jetzt erledigen kannst. Schreib die Antwort doch gerne hier unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Like. Und ganz wichtig natürlich, Kanal abonnieren nicht vergessen. Bis dahin und tschüss.